dabei. Wer weiß denn sowas? Das Biathlon-Duell. Magdalena Neuner spielt mit Bernhard Hoecker und Laura Dahlmeier mit Elton. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Wer weiß denn sowas? Das erste deutsche Fernsehen ist auch im Sommer der Wintersportsender Nummer 1. Wir haben heute das große Biathlon-Duell und freuen uns sehr auf unsere beiden Gäste. Aber vorher habe ich noch eine interessante Information für Sie. Wussten Sie eigentlich, dass der Mensch theoretisch auf dem Mond über Wasser laufen kann? Ne, echt? Ich würde sogar sagen, oh. Ja, Sie erfahren noch mehr spannende Sachen heute Abend hier bei uns. Ja, ich freue mich über unsere beiden Gäste. Das Erfolgreichste, was das Damenbiathlon überhaupt zu bieten hat. Magdalena Neuner ist mal wieder bei uns zu Gast. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute mit Bernhard. Und absolute Premiere zum ersten Mal. Zum ersten Mal außerhalb des Sports in einer Fernsehshow, also warst noch nie in einer Unterhaltungssendung oder Ähnlichem. Freut uns sehr, danke fürs Vertrauen. Laura Dahlmeier! Und ihr beiden habt natürlich alles gewonnen, was man so gewinnen kann. Und ich glaube, gewinnen ist sozusagen genetisch verankert. Und das wollt ihr natürlich heute Abend sicherlich auch. Also da wird man sich nicht schenken, das steht fest. Aber wir schauen erst mal, das ist nämlich anders als bei euch im Sport. Hier darf sich das Publikum vor der Sendung frei entscheiden, auf welcher Seite sie Platz nehmen wollen. Hinter Bernhard und Magdalena Neuner sitzen heute 63 Menschen. Und hinter Elton und Laura Dahlmeier sitzen 55 Menschen. Also das hat noch nicht so viel zu sagen, außer dass ihr gleich die erste Kategorie wählen dürft. Und wir haben auch heute wieder 12 im Angebot. Hier ist unsere Wand. Die Kategorien heute sind Amerika im Grünen, was wäre wenn, Einspruch, was bin ich, Essen und Trinken, Genetik, total genial, das Fragezeichen, Schönheit, Unterwasser und Sport. Also auch heute jede richtige Antwort 500 Euro, ein Publikumsjoker für jedes Team. Und ihr habt das Erstauswahlrecht, da hinter euch ja mehr Zuschauer sitzen. Was? Sag mal, was wäre wenn? Direkt, was wäre wenn? Ne? Das lacht mich auch an mit diesem Fragezeichen, diesen vielen Satzzeichen da. Was wäre wenn? Die erste Kategorie mit der ersten Frage. Was wäre, wenn wir Menschen dieselben körperlichen Merkmale wie Koboldmakis hätten? A. Unsere Augen wären so groß wie Mandarinen. B. Wir könnten Hyperschall hören. Oder C. Wir hätten 6 Finger, aber keinen Daumen. Also, ja. Koboldmakis klingt nach Makakenaffen oder sowas. Also, so ich habe jetzt schon irgendwie so ein Bild vor Augen. Ich hoffe, dass es auch. Ich finde, das klingt. Beschreibe es. Was für ein Bild? Also Affe mit großen Augen. Ah, okay. Ja, weiß es nicht. Also Hyperschall. Keine Ahnung, ehrlich gesagt. Hast du schon mal den Begriff Hyperschall gehört? Mm-mm. Ultraschall, Infraschall, Hyperschall habe ich noch nicht gehört. Kann natürlich sein, dass der Hyperschall noch eine andere Frequenz hat als der Ultraschall. Ich kenne vor allen Dingen den Ultraschall. Den Ultraschall. Also deswegen, ich würde eigentlich eher auf C tippen. Ich, aber vom Gefühl auch, ich war zwar erst bei A, dachte aber dann, was Affen oft haben, ist, dass sie das Drumherum ist dunkel. Aber das Auge selber ist irgendwie, und das Besondere ist ganz dunkel, irgendwie habe ich mal gehört, dass es solche Tiere gibt. Und keinen Daumen, das hieße, der ist nicht abgespreizt. Das kann mir, es wäre natürlich genetisch echt was, das passt eigentlich zur Kategorie Genetik. Die Frage ist, wie klettert der? So. Keine Ahnung. 6 Finger. Weiß nicht. 6 Finger, aber keine Daumen, gefällt mir am besten. Sollen wir das nehmen? Sollen wir es einfach probieren? Wir nehmen jetzt das C. Ihr nehmt C. Ihr fangt mit C an. Tja. C ist die erste eingeloggte Antwort und natürlich hat der Koboldmaki ein besonderes Merkmal. In den Bäumen Südostasiens leben die Koboldmakis. Sie können trotz einer Größe von durchschnittlich nur 12,5 cm bis zu 5 Meter weit springen und ihren Kopf um bis zu 180 Grad drehen. Damit nicht genug? Die Augen der nachtaktiven Primaten haben einen Durchmesser von 16 mm. Im Verhältnis zu ihrer Kopfbreite extrem groß.
Hätte ein durchschnittlicher europäischer Mann zur Kopfbreite genauso große Augen, hätten diese 5 cm Durchmesser, so groß wie Mandarinen. Also es wäre Antwort A gewesen. Ja. Ja. Dumm, oder? Ja. Es ist wie ein Fehlschuss in der ersten Runde, das kann man alles noch wettmachen. Ja, aber noch haben sie uns nicht Laura überholt. Trifft ja. Am liebsten ins Schwarze. Hoffentlich. Ja, mal gucken, ob das auch an der Seite von Elton gelingt. So, ja. Welche Kategorie soll es denn sein? Was denn Favoriten? Ja. Ja. Ich würde gerne Essen und Trinken nehmen. Sehr schön, das ist für Sportler immer wichtig. Das müssen Sportler zwischendurch auch mal, ja. Ne? Welcher Ernährungsmythos ist wahr? Oha. Viele kleine Mahlzeiten sind besser als wenige große. B. Vitamintabletten sollten täglich eingenommen werden. Oder C. Der Zuckerersatz aus der Stevia-Pflanze hat keine Kalorien. Boah, also. Zuckerersatz aus der Stevia-Pflanze hat keine Kalorien. Das stimmt, glaube ich, nicht. Ich glaube, er hat vielleicht weniger. Ja, aber es gibt auf jeden Fall hat Kalorien. Ja. Das erkennt man ja, wenn du verschiedene Limo-Produkte nimmst, ob die Light-Produkte, wo dieses chemische Zeug drin ist, da sind keine Kalorien, aber wenn das mit Stevia steht, da glaube ich, ist dann eine Kalorienanzeige mit dabei. Also schließen wir C schon mal aus, oder? Schließen wir aus, passt. Also meine Tendenz wäre ja gleich mit zu A gegangen. Ja, ne? Viele kleine Mahlzeiten sind besser als wenige große. Nee. Hat das also, was mit diesem Zuckerspiegel auch zu tun? Also uns Sportler wird ja schon geraten, dass wir nicht nur dreimal am Tag Mahlzeiten zu uns nehmen sollen, sondern schon öfter über den Tag verteilt. Ja. Also bis zu 5, sagt man ja eigentlich. Ich glaube, viele kleine Mahlzeiten sind besser, um den Zuckerspiegel gleich zu halten. Nicht, dass es dieses Abfallen, dann hat man wieder einen Heißhunger zwischendurch, wenn man viel gegessen hat. Also ich glaube, Vitamintabletten sollten schon auch eingenommen werden und regelmäßig, damit sie was bringen, aber täglich... Man soll gar keine Vitamintabletten essen, sondern ordentlich Spinat oder so richtiges, gesundes Obst. Zeug. Obst. Ja. Obst. So. Ja. Also wir nehmen A. Wir nehmen A. Bernhard und Magdalena haben es mit C versucht. Spannend. Ihr versucht's mit Antwort A. Aus den Blättern der südamerikanischen Pflanze Stevia rebaudiana oder auch Honigkraut werden sogenannte Stevioglycoside gewonnen. Diese werden zu einem Süßungsmittel verarbeitet, das bis zu 300 Mal süßer als Zucker ist. Im Volksmund bekannt unter Stevia. 2011 wurden die Extrakte auch in Deutschland von der Europäischen Kommission als Lebensmittel zugelassen, da keine gesundheitlichen Bedenken bestanden. Das Besondere an Stevia-Glycoside? Sie sind kalorienfrei. Ja, gehofft, also ich wäre C gewesen. Bei den kleinen Mahlzeiten ist es so, es kommt auf die Kalorienmenge an. Es kommt nicht auf die Frequenz an, in der man die Mahlzeiten einnimmt. Aha. Also insofern, ja, das stand da aber nicht. Ja, ja, ja. Aber das ist die Erklärung dazu, warum das falsch war. Okay. Also es bleibt auch bei euch erstmal bei 0. Ja, ja. Damit haben wir einen Gleichstand. Aber das wird sich bestimmt gleich ändern. Jetzt hauen uns jetzt gerade nicht, ne? Weil wir eben. Keine Ahnung. Also es ist halt, man weiß ja nie, was dahinter steckt. Ja, das ist sollen wir einfach was billig nehmen? Ich würde jetzt im Grünen oder... Also im Grün, wir nehmen im Grün. Wenn dich im Grün anlacht, dann... Ja, ja, da war ja auch gerade dieses Tier da, dieser Maki, war ja gerade im Grün. Da waren wir ja voll erfolgreich. Da waren wir genau richtig. Genau. Gut. Frage 2 für euch. Wozu führt laut jüngsten Forschungen das häufige Berühren von Pflanzen? A. Sie wachsen schneller und werden größer. B. Sie werden widerstandsfähiger gegen Pilze, Bakterien und Viren. Oder C. Sie benötigen weniger Sonnenlicht zur Photosynthese. Tja, super. Super Frage. Auch interessant, ja. Ja. Also, Sie benötigen weniger Sonnenlicht zur Photosynthese. Das kann mir nicht, also glaube ich nicht, also wüsste nicht, was das, wie das dann passieren ich sollte. Ich hätte jetzt spontan auf B getippt. Keine Ahnung, aber ich weiß nicht, ob das irgendwie Sinn macht. Weil man hat ja irgendwie in den Händen auch immer... Irgendwelche und dann, Bakterien. Und dass die dann Abwehrstoffe entwickeln dadurch. Aber und deshalb werden sie generell widerstandsfähiger. Mein Gefühl ging in Richtung A. Wenn man sie berührt und also dass ich weiß, dass Pflanzen stabiler werden, wenn sie sich bewegen und diese Bewegung einen Stimulus auslöst. Das kann ich mir vorstellen, dass sowas passiert. Da müsste ich nur noch meine Balkonblumen jeden Tag einfach mal streicheln. Drüber streicheln. Und dann. Und wenn du dann merkst, dass im Laufe der Woche musst du immer höher streicheln, dann stimmt's. Also eben
hätten wir ja A sagen sollen, ne? Ja, ja. Also deswegen. Ist vielleicht besser, du. Du sagst B? Aber das war einfach nur so gefühlt. Sollen wir das Publikum nehmen? Dann sind wir total unaufgeregt und sind safe. Das können wir auch machen. Könnten wir auch machen. Also, wenn ich entscheide, sage ich A oder wir fragen das Publikum, dann gibt es auch eine Möglichkeit. Ich bin gerade. Kennst du das so total? Also, Bernhard würde sich für A entscheiden, Magdalena würde sich für B entscheiden und ihr Publikum? Entscheidet euch fürs Publikum. Wir nehmen das Publikum. Okay. Ihr nehmt das Publikum. Okay. So, wer hat denn hier. Hat jemand eine Idee? Oh, wer hat überhaupt den Mut aufzustehen? Der gehört ja auch noch dazu. Ich habe das schon fast befürchtet. Keiner eine Ahnung? Da! Ah. So! Ah. Also. So! Charisma! Hallo! Mit wem haben wir es denn zu tun? Wolf Rüdiger auf Stelle. Wolf Rüdiger. Also, haben Sie irgendwas mit. Ich verlasse mich, weil ich ein großer Fan von dem Herrn Hohegger bin. Oh, das ist. Verlasse ich mich auf den Herrn Hohegger und sage A. Also, Sie haben keine eigene Meinung dazu, ich sondern folgende. Ich habe ja sonst keine Aufschrift. Einfach nur A. Wollte ich Sie mal kennen. Ah, verstehe, Wolf Rüdiger, alles klar. Aber Sie wissen schon, in welcher Sendung wir sind. Also, Wolf Rüdiger folgt Bernhards Empfehlung und sagt A. Und, aber danke für das Vertrauen. Hier ist die Lösung. Schon länger ist bekannt, dass Pflanzen, die regelmäßig berührt werden, ein geringeres Wachstum aufweisen. Verantwortlich für diesen Mechanismus ist das Phytohormon Jasmonsäure, das als eine Art Signalmolekül die Entwicklung der Pflanzen reguliert. US-amerikanische Forscher fanden nun heraus, wenn das Jasmonsäureniveau steigt, erhöht sich die Produktion von Stoffwechselzwischenprodukten, die für Pilze und Bakterien ungenießbar sind. Damit liefert die Studie erstmals den Beweis, dass beim Berühren der Pflanzen diese Abwehrmechanismen ausgelöst werden. Also es wäre B gewesen. Ja? Aber Sie können ja nichts dafür, wenn der Herr Hohegger A sagt. Also vielen Dank trotzdem, Wolf Rüdiger. Aber vielen Dank. Es bleibt erstmal bei null. Dass sie weniger wachsen, muss ich nicht. Das ist eh alles. Ja, ich glaube, damit sie schneller wachsen und größer werden, muss man mit den Pflanzen reden. Ja. Aber das Berühren, sie langsamer wachsen, das war mir komplett neu. Ja. Ist aber wohl schon länger bekannt, wie ich gerade gelernt habe. Ja, ist eine nicht ganz so alte Studie. Also, wir spielen weiter mit Elton und Laura. So, jetzt aber. Also, wir haben jetzt gerade schon mal ein bisschen überlegt, ich glaube, es geht Richtung Sport. Ah, das ist ja vielleicht nicht das Schlechteste. Wenn bei einem Fußballspiel auf den Färöer Inseln der Wind so stark ist, dass vor einem Elfmeter der Ball immer vom Punkt rollt. Darf man ihn festhalten? Wer? Darf man den Ball festhalten? Wer? Mach mal. Ich glaube, Mitspieler oder sogar der Schiedsrichter. Nee, der Mitspieler. Aber mach mal. Ah, okay. A. Muss der Schütze aus dem Stand schießen? B. Müssen die Mannschaften eine Mauer um den Schützen bilden? Oder C. Darf ein Mitspieler den Ball fixieren? Ich meine, das ist C, der darf den dann festhalten, weil da sind echt sehr, sehr starke Winde und der Ball rollt immer wieder weg vom Elfmeterpunkt. Und dann meine ich, das ist wie beim klassischen Football, dass da einer hockt, den Ball festhält und dann darf geschossen werden. Also muss der Schütze aus dem Stand schießen, das ist ja... Was ist denn da genau gemeint? Schütze aus dem Stand schießen? Ja, dass der halt nicht Anlauf nehmen kann, dass er sofort schießen muss, damit der Ball nicht wegrollt, würde ich meinen. Weil wenn er nochmal zurückgeht, wie der Ronaldo hier immer dieses 5 Schritte... Oh ja, das ist immer... Und das ist der Ball aber da hinten schon irgendwo. Und eins darfst du bei Ronaldo nicht vergessen, er geht die 5 Schritte nach unten und dann zieht er sich nochmal die Buchse hoch. Ja. Und dann läuft er erst an. So, wenn das Ronaldo aber machen er sieht müsste, einfach unfassbar gut dabei aus. Das muss man ihm leider zugestehen. Hochziehen. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass es C ist. Ja, B ist ja Quatsch, oder? Ja, vor allem wenn der Wind von der Seite kommt und die Mauer muss sich vor dem Ball stellen. Das wäre ja ganz doof. Das wäre ganz schlau. Also, wie beim Hochsprung so anlaufen. Ja? Nein, ja, C herziehen. Okay, wir loggen C ein und vielleicht bringt diese Antwort ja die ersten 500 Euro in dieser Sendung heute. Die Färöer Inseln haben vom Weltfußballverband FIFA eine Sonderregelung für die Ausführung von Elfmetern bekommen. Weil hier oft starke Winde herrschen, rollt der Ball häufig vom Elfmeterpunkt und erschwert so das Schießen. Deshalb dürfen auf den Färöer Inseln 2 Spieler einer Mannschaft zum Elfmeterpunkt schreiten.
Der eine kniet neben dem Ball und hält ihn fest, der andere schießt. Richtige Antwort, die ersten 500 Euro. Und sehr gut gewählt. Ja, voll gewählt. Und vielen Dank auch nochmal an die Nationalmannschaft der Färöerinseln, die uns bei dem Filmbeitrag unterstützt hat. Ja. So, jetzt aber, ich habe ein gutes Gefühl. Ich würde gerne dir komplett die Entscheidung überlassen. Ach so, super. Ich würde irgendwie auf Genetik tippen. Dann nehmen wir Genetik. Ja? Ja. Ihr nehmt euch aber auch die schweren heute. Wir nehmen uns auch nur die Sachen, damit wir wollen euch schonen. Sehr nett. Woran lässt sich auch über mehrere Generationen noch ablesen, von welchem Kontinent die Vorfahren eines Menschen stammen? A. An der Art der Haarbalgmilben. B. An der Zusammensetzung der Augenfarbe. Oder C. An der Struktur der Fußsohlen. Puh. Auch sehr super Frage. Oh. Das ist aber auch echt mies heute. Macht Spaß. Also nicht, dass ich dir das gönne, also, aber. Aber so schlimm ist auch nicht. Okay, an der Art der Haarbalgmilben. Aber sind Milben keine Spinnentiere? Würde ich jetzt denken. Ja, also das, für mich fällt das eigentlich Hausschnecken. An der Zusammensetzung der Augenfarbe. Über mehrere Generationen. Also es muss irgendwie, also A ist für mich, fällt für mich völlig weg. So, A fällt weg. B, an der Zusammensetzung der Augenfarbe, das kann natürlich sein. Im Süden hat man eher dunklere Augen wegen dem Licht. Im Norden dann eher hellere Augenfarbe, auch wegen dem Licht, des Lichtes. Und an der Struktur der Fußsohlen. Das klingt so abgefahren, dass das wahrscheinlich sogar stimmt nachher wieder. Das würde ich sofort ausschließen, was es wieder sehr wahrscheinlich macht heute. Ich weiß es nicht. Den Augen, die Augen halte ich für am wahrscheinlichsten. Ich halte es auch für am wahrscheinlichsten. Ne? Aber das ist eigentlich ein sicherer Grund, dass es das nicht ist. So. Wahrscheinlich, weil es zu wahrscheinlich ist. Weil es zu wahrscheinlich ist. Sollen wir es aber trotzdem nehmen, weil wir es beide glauben? Und naja, wenn wir uns schon mal einig sind, ich wollte gerade sagen, also ich meine, mit wirklicher Ahnung glänzen wir heute erstmal nicht. Also wir nehmen B, oder? Wir nehmen B. Okay. Ihr nehmt B. Ja, ja. Publikumsjoker habt ihr ja keinen mehr. Insofern müsst ihr euch selber entscheiden. Und selbst wenn, käme auch wieder B raus, weil ja... Wolf Rüdiger. Der Hang zur eigenen Entscheidung, zumindest dort nicht sehr ausgeprägt. So, schauen wir, ob dieses Mal ein Treffer im Ziel landet. Eine amerikanische Studie untersuchte Menschen unterschiedlicher geografischer Herkunft. Selbst wenn sie seit Generationen in den USA lebten, konnte bei ähnlicher Abstammung eine Gemeinsamkeit festgestellt werden. Und zwar in den Arten ihrer Haarbalgmilben. Während Menschen afrikanischer Abstammung eine Kombination aller vier gefundenen Typen aufwiesen, wurden bei Menschen europäischer Abstammung meist nur Milben einer Gruppe gefunden. Die Verbreitung der Milben könnte zeigen, wie sich die Menschen im Laufe der Zeit ausgebreitet und entwickelt hat. Toll. Oh. Also. Ja. Blöde Frage. Ich bin erleichtert, dass es nicht die Fußsohlen waren, weil das hätte mich fertig gemacht. Ja, also noch ist ja... Hättet ihr das gewusst? Ja. Nee. Natürlich. Nee. Ja. Müssen Sie auch nicht. Müssen Sie auch nicht. Ne? Also für euch heißt es heute, knapp daneben ist auch vorbei. Aber wir haben ja auch für euch noch ein paar Fragen. Aber momentan sind wir richtig stark. Seid ihr ein bisschen in der Vorhand. Freiheit, Amerika. Ja? Ja. Klar. Mit den meisten Haarbalgmilben. Warum verließen ab 1962 immer mehr Menschen die Kleinstadt Centralia im US-Bundesstaat Pennsylvania? A. Eine unterirdische Hochspannungsleitung erzeugte ein Surren. B. Unter der Stadt loderte ein Feuer. Oder C. Eine hochgiftige Froschart hatte sich angesiedelt. Ich glaube, B habe ich schon mal gehört, dass unter einer Stadt Feuer loderte. Unter einer Stadt loderte ein Feuer. Centralia. Irgendwas. Warum verließen ab 1962 immer mehr Menschen die Kleinstadt Centralia? Aber im US-Bundesstaat. Was soll das? So eine Art Lava dann oder was? So ein unterirdisches Feuer, das hat man irgendwie nicht löschen können. Das hat sie, das ist immer so, da, ja, so hat es weiter gelodert und hat es nicht richtig orten können. Und ich, also
wenn ich mich da richtig erinnere, das ist echt schon eine Zeit lang her, das habe ich mal gesehen im Fernsehen. Aber ob das jetzt genau diese Kleinstadt war oder. Zumindest habe ich von dem Fall schon mal was gehört und alles andere sagt mir jetzt nichts. Also hochgiftige Froschart, das würde ich auch ausschließen. Die kann man ja vielleicht in den Griff kriegen. Die könnte man umsiedeln. Ja, das denke ich auch. Und unter der Stadt wird ein Feuer. Unterirdische Hochspannungsleitungen? Ja, das irritiert mich auch gerade so ein bisschen. Die sind ja dann eigentlich blöd geplant. Die sind dann blöd geplant. Also quasi. Aber unter der Stadt wurde einfach. Ich frage mich nur, wie kommt das Feuer an Sauerstoff zum Beispiel ran? Da muss ja irgendwo eine Höhle sein, wo wie so ein Kamin durchzieht. Ja, genau. Ich glaube, das sind dann so einzelne Kanäle und dort zieht das Feuer dann Luft. Also wie so ein total verzweigtes Tunnelsystem. Okay. Aber ich kann jetzt für nichts garantieren. Ich bin ein bisschen für A, aber wenn du meinst, da schon was von gehört zu haben, in der Stadt lodert ein Feuer. Und warum sind die dann weggegangen? Weil die irgendwann Angst hatten? Ja, wenn es brennt. Ist doch warm, ja. Ja, wenn es unter der Erde brennt, ist mir doch egal. Spare ich mir die Fußbodenheizung. Super. So oder so nicht. Hey. Da kannst du dir ein Steak auf der Bordsteinkante grillen. Ja? Das ist echt schwierig. Ey. Also, was wollt ihr machen? Wollt ihr euch trauen oder wollt ihr? Also, wir nehmen zur erste Tendenz. Ja, dann nehmen wir nehmen B. Ihr nehmt B. Centralia war eine durchaus florierende Stadt, eine Bergwerksstadt, aber dann. Einst war Centralia im US-Bundesstaat Pennsylvania Heimat mehrerer tausend Menschen. Doch heute leben nur noch wenige auf diesem gefährlichen Fleck Erde. Denn im Jahr 1962 geriet die Kohlemine unter dem Stadtgebiet in Brand und entfachte die Schächte auf einem riesigen Areal. Alle Versuche, den Brandherd zu stoppen, schlugen fehl. Durch die Hitze riss der Asphalt der Straßen auf und das giftige Kohlenmonoxid breitete sich langsam aus. Der Kohlebrand schwelt bis heute. Verrückt, oder? Sehr gut. Diese richtige Antwort von Laura Dahlmeier sorgt für die nächsten 500 Euro. 1.000 sind es für euch. Oha, welche jetzt? Kategorie nehmt ihr als nächstes? Wissen wir noch nicht. Jetzt seid ihr ein bisschen unter Druck, aber das warst du häufiger, Magdalena, mal in deinem Sportlerleben. Du weißt damit umzugehen und der Bernhard ist ja auch nicht der Verkehrteste. Eigentlich noch ganz entspannt, aber... Wir nehmen das Fragezeichen, dann müssen wir keine Entscheidung treffen. Ja, passt. Die Kategorie für Neugierige. Wenn von einem Lerchenfenster die Rede ist, geht es um A. eine Artenschutzmaßnahme für Vögel, B. die Stunde vor Sonnenaufgang oder C. einen Gewitterschutz für Spaziergänger. Das Lerchenfenster. Völlige Ahnungslosigkeit bei mir. Also der erste Gedanke, den ich jetzt hatte, ist Lerchenfenster. Das war die Nachtigall und nicht die Lerche. Die Lerche ist früh oder sowas. Und dann ist das vielleicht vor Sonnenaufgang, ist das genau das Fenster, in dem die Lerche zu hören ist, wie sie zwitschert. Es kann aber auch sein, dass das eine Artenschutzmaßnahme für Vögel ist, weil man das Fenster nutzt, in dem dieser Vogel, was weiß ich, aber Lerchenfenster. Ein Gewitterschutz für Spaziergänger. Ein Gewitterschutz für Spaziergänger. Kann ich mir auch vorstellen, dass das irgendwie so ein. Aber das hätte ich schon mal gehört, weil das ist irgendeine Hüthütte oder so. Da wäre mir vielleicht schon mal begegnet, das Lerchenfenster. Eine Artenschutzmaßnahme für Vögel. Ich glaube B. Ich halte B für am wahrscheinlichsten. Und damit sind wir bisher ganz gut gefahren. Da ich keine Ahnung habe. Ihr könnt ja nur raten, im Grunde, wenn er nichts ausschließt. Oder soll das wirklich so? Für was bist du? Was ist dein Gefühl? Also ich habe jetzt überhaupt keinen. Du musst jetzt was fühlen. Du kannst dich emotionslos hier. Ich fühle mich. Fühl was! Hier hingezogen. Nee, also. Ich dachte, wenn du jetzt was anderes sagst, dann hätten wir das dritte genommen. Ja, oder wir bleiben halt einfach bei einer Meinung und leiden oder freuen uns gemeinsam. Wir bleiben bei B. Genau. Ihr bleibt bei B und sagt die Stunde vor Sonnenaufgang. Und es ist eine interessante Frage mit einer spannenden Antwort. Bei der Aussaat hebt der Landwirt die Sämaschine für einige Meter an, sodass eine künstliche Störstelle von gut 20 Quadratmetern entsteht. Das Ganze wird pro Hektar zweimal durchgeführt. An diesen Stellen wächst dann kein Getreide. Diese sogenannten Lerchenfenster bleiben kahl.
So haben Feldvögel wie Lerchen oder auch Rebhühner einen Landeplatz und eine Futterstelle zugleich. Außerdem können sie hier ihre Nester bauen. Ohne diese Hilfe würden die Vögel ihre Nester in den Fahrspuren anlegen, wo es wegen der Räuber und landwirtschaftlichen Maschinen für sie zu gefährlich ist. Also ich hab's noch nie gehört. Läuft heute nicht so wirklich bei euch. Es bleibt bei 0 Euro. Ich bitte die Kollegen schon mal einen Zaun zu bringen. Ich habe gesehen, erste Menschen versuchen, die Seite zu wechseln. Ja? Wolf Rüdiger, du bleibst! Das ist leider nicht möglich. Aber super, ich finde es ja gut, dass das gibt. So, was darf es für euch jetzt sein? Total genial wollen wir gerne nehmen. Was lässt sich aus einer kleinen und einer großen PET-Einwegflasche, einem Schaschlikspieß sowie einem Cuttermesser herstellen? A. Ein Pfannenwender, B. Ein Korkenzieher oder C. Eine Orangenpresse? Das ist im Grunde eine Pfadfinderfrage. Ne? Was für Hobby-Bastler? Also, braucht der Pfadfinder einen Korkenzieher? Also das Cuttermesser brauchst du wahrscheinlich, um die Einwegflasche zum Schneiden. So, ich kann mir natürlich vorstellen, du hast die große Flasche, da kommt eine Orange rein, Schaschlikspieß, da oben kommt dann die kleine und dann kannst du es... Andersrum, oder? Unten? Unten klein, oben groß? Aber das war ja das, was ich mir jetzt als allererstes dachte, weil eine Pfannenwende... Ein Korkenzieher, also ein Korkenzieher ist ja ein Schmarrn, oder? Mit PET-Einwegflaschen. Schmarrn. Kann ich mir auch nicht vorstellen. Ich Schaschlikspieß in den Korken rein und dann muss ja irgendwie... Das drehen, das und, drehen und zur Not kann man ja eine Flasche ganz ohne Korkenzieher öffnen. Das haben wir. Jetzt wird's interessant. Ja, funktioniert. Ja? Wie? Flasche... Also man braucht einen Sneaker oder einen Turnschuh, am besten einen mit einer harten Sohle, stellt die Weinflasche rein. Oder na, erst muss man mit dem Schuh hinten draufhauen und dann stellt man die Weinflasche in den Schuh rein und klopft mit voller Kraft am besten gegen eine Wand. Ah, stimmt. Vormal und dann geht der Korken raus. Genau also, so. Ne? Wir haben das beim letzten Weltcup in Handy-Manzisk ausprobiert, es funktioniert. Ja, ja, ja. Ah, ich sehe schon, ihr habt Spaß. Manchmal. Ja, ja. Habt ihr das nie gemacht, oder was? Zeiten ändern sich. Zeiten ändern sich. Wollen wir uns für C entscheiden? Ja. Ja. Wir nehmen C. Ihr nehmt C. Ihr nehmt C und das Gute ist ja, ihr müsst ja gar nicht wissen, wie es funktioniert. Es reicht ja die richtige Antwort, denn den Rest, den haben wir parat. Vier Hilfsmittel, ein Ziel. Einfach den Boden der großen Flasche abschneiden, die kleinere Flasche hineinstecken und mit dem Schaschlikspieß fixieren. Jetzt kann man die Konstruktion einfach auf ein Glas setzen und die Orangenhälften pressen. Dank des Flaschentrichters läuft der Orangensaft sauber ins Glas. Sehr gut. Das heißt 1500 Euro. Ja, jetzt und bei uns geht's schnell. Wir nehmen, was bin ich? Und welche Antwort? Moment, wir müssen erst fühlen. B. Wir spüren jetzt erstmal. Ja, ja. Okay, was bin ich? Eine Omega-Lage. Also irgendwie hat sie irgendwas gegen uns verschworen heute, oder? A. Sorgt für stabiles Wetter. B. Sorgt beim ungeborenen Kind im Mutterleib für Entspannung. Oder C. Bringt Dirigenten in Schwierigkeiten. Was ist dein Gefühl? Moment. Nix. Moment. Nix, denke, das hat also, alles nichts gebracht. Was lass doch mal Gefühl? Gefühle zu! Los. Sind zu! Ich fühle mich natürlich immer beim ungeborenen Kind im Mutterleib angesprochen. Du fühlst B? Aber ich bin da ja jetzt auch ein bisschen verfangen. Oh was, befangen. Du bist, was fühlst du? Das mach mal hin. Mann! Das bist völlig unentspannt. Das Nachdenken hat noch nie was gebracht, was sollte. Meinst du? Omega-Lage. Also, ich habe das jetzt in der Geburtsvorbereitung noch nie gehört, ehrlich gesagt. Aber es ist. Und du hast ja auch schon eine hinter dir. Also, es ist ja nicht ja. Die erste Schwangerschaft, der hätte. Gut, aber vielleicht war ich von Haus aus so entspannt und das ja, geht auch. Ja, wahrscheinlich. Und, daran wird es gelegen haben. Haben wir wahrscheinlich nie gebraucht. Ja. Weiß ich nicht. Also, mein Gefühl wäre A, stabiles Wetter. Stabiles Wetter.
Jetzt ist natürlich die Frage, das Omega, ob das wirklich so aussieht. Das ist jetzt nicht immer die Beste. Also runder Bauch, Beine weg. Ich stelle mir das jetzt gerade vor. Das aussehen soll. So. Nein, ihr liegt mit Musik aus. Das wäre die Omega-Lage. So irgendwie, oder? So. Wenn das Kind so liegt, ist es entspannt. Genau. Nee, das ist jetzt her. Ich muss mich noch runder machen. Das hat mich jetzt mehr an den Kobold-Marki erinnert, aber. Ja, soll man einfach annehmen? Wahrscheinlich ist es C. Wenn ich A und du. Sollen wir A nehmen? Ja. Wir nehmen A. Ihr nehmt A. Ja? Und ich muss ja eines sagen, ihr habt ja zu jeder Antwort, die ihr bisher gegeben habt, eine immer gute Erklärung geliefert. Ja. Ja. Nur hat es nicht immer gestimmt. Der Begriff erinnert an die Struktur des griechischen Buchstaben Omega. Bei dieser Wetterlage etabliert sich ein blockierendes Hoch über Mitteleuropa und die atlantischen Tiefdruckgebiete werden in weitem Bogen um Mitteleuropa herumgeführt. Im Sommer kann die Omega-Lage für stabiles, sonniges Wetter sorgen. Ein Beispiel ist der WM-Sommer 2006. Bei wochenlangem Sonnenschein und langen niederschlagsarmen Phasen feierten die Fußballfans bei der Weltmeisterschaft in Deutschland. Ja! Ja! Endlich! Das war richtig, die ersten 500 Euro! Ja, jetzt aber, ne? Zu diesem Thema wichtige Eselsbrücke, Omega-Lage oder in Deutschland auch Kaiserwetter genannt. Ach, ja. Kaiserwetter. Ja. WM 2006, Franz Beckenbauer, Kaiserwetter. Ja, klar. So, wir haben noch drei Kategorien: Einspruch, Schönheit und Unterwasser. Ja, wenn ich in Elten anschaue, ganz klar Schönheit. Ja. Hier entwickelt sich ein zartes Pflänzchen. Was bedeutet auf Kosmetikprodukten das Tigersymbol mit der Angabe 18M? Ich glaube, Finger aus dem Gesicht. 18 Monate nach Öffnen des Tigers verwendbar. B. Für Kinder unter 18 Monaten nicht geeignet. Oder C. Mindesthaltbarkeit bis 1. August innerhalb eines Jahres. Puh. Ich meine, das ist A, weil neben diesen 18M auch immer dieses Symbol ist von so einer Dose, die auf ist. Woher weißt du das? Hör mal, ganz im Ernst, hast du, Kleine, wenn man auf der Toilette sitzt, ne? Und man hat keine Zeitung parat, oder heutzutage nimmt man ja gerne sein Handy mit. Da hat man doch früher immer irgendwie die Spraydosen durchgelesen, was da so alles drin ist oder so. Echt? Also ich zumindest. Ja, das stimmt. Die Reinigung. Gut, dass wir mal drüber reden, oder? Ja, aber auf der Toilettenreinigungspackung stand nicht drauf 18M. Und ich habe sie nicht als Kosmetikprodukt empfunden. Ich finde so, Atta als Babypulverersatz ist auch so eine mutige Entscheidung. Also das auch aus. Gut erklärt. Da würde ich jetzt schon mit einstimmen. Aber wir können natürlich also, zu ich sitze selten auf der Toilette und lies mir da irgendwelche Kosmetikprodukte durch. Oder? Ich meine, wir haben noch das Publikum, um sicher zu gehen, obwohl ich bin mir echt sehr, sehr sicher. Also das müsste jetzt also ich vertraue dir. Ohne Publikum, wir nehmen A. Der Elton hat heute das Gefühl, es läuft bei euch. Ne? Ja. Ich bin nicht so sicher, aber gut. Ja. Aber wenn es läuft, dann läuft's. Egal ob Deo-Roller, Shampoo oder Tagescreme, wenn man sich die Rückseite des Produkts genauer anschaut, fällt der kleine geöffnete Tiegel mit der Zahl auf. Das Symbol gibt das Haltbarkeitsdatum in Monaten nach Öffnen des Artikels wieder. Vorausgesetzt werden dabei sachgemäßer Gebrauch und Lagerung des Präparats. Produkte, die länger als 30 Monate haltbar sind und nicht geöffnet werden, wie zum Beispiel Spraydosen, brauchen diese Kennzeichnung nicht. Cool. Ja. Eine Kosmetikfachfrage. Richtige Antwort von euch. 2000 Euro. Aber Magdalena hat schon so manches Rennen erst im Zielspurt gewonnen. Deswegen wäre es gut, jetzt noch
500 Euro um drauf. Naja, wir sind halt im Moment mit einem Ski unterwegs. Das ist noch ein zusätzliches Spiel. Und mit einem halben Gewehr. Mit einem halben Gewehr. Und ist noch ohne Brille. Und ohne Brille. Und laufen rückwärts. Ja. Aber wir kommen. So ungefähr. Gut, also Einspruch oder unter Wasser? Ich habe mit beiden nichts zu tun. Dann nehmen wir unter Wasser, das sind die schöneren Bilder. Ja, gut. Genau. Okay. Da können wir ja vielleicht dann auch nochmal über die bevorstehende Geburt reden. Ach so. Ja, bei unter Wasser ist näher am Schnee dran. Ja, stimmt, Alter. Kraken besitzen blaues Blut, um das Fehlen der Leber zu kompensieren, b, höhere Temperaturunterschiede auszuhalten oder c, sich vor Fressfeinden zu schützen. Das weiß er, das weiß er, das weiß er. Da hast doch du bestimmt schon eine Ahnung. Ja, eine Ahnung habe ich, aber... Ist das nichts an dein Gebiet? Ich glaube, das ist doch so... Also, die haben erstmal blaues Blut, weil die da kein Eisen drin haben. Oder zumindest weniger Eisen drin haben, sondern irgendwas anderes. Ich sag mal Kobalt. Oder Kupfer. So, und das... ist natürlich die Frage, ob ob sich Eisen so ausdehnt unter Wasser. Also A würde ich eigentlich ausschließen. Würdest du ausschließen? Würdest du es nehmen? Okay. Also bei Fehlen mir der Leber. Die Leber ist ja ein Reinigungsorgan. Ja, was, wenn das fehlen würde? Was hat würde? Das mit dem blauen Blut zu tun? Naja, vielleicht haben die im Blut etwas drin und da binden sich dann die Giftstoffe dran, die sonst in der Leber rausgehen würden. Also Temperaturunterschiede, glaube ich, macht keinen Unterschied, ob es blau oder rot ist. Ich überlege jetzt gerade, aber also Kraken, die können doch auch blaues Blut oder quasi Tinte aussondern. Ist es nicht irgendwie dazu gedacht, Fressfeinde abzuwehren? Also du meinst dieses Sepia, was die da loswerden. Hat das was mit dem zu tun? Dass die blaues Blut haben, weil kann natürlich sein, dass sie darin die Farbstoffe bilden, die sie dann brauchen, um diese Tinte dann rauszumachen. Ich habe aber keine Ahnung, ob das im Zusammenhang steht. Also das heißt, du wärst jetzt für C. Also ja, ich bin eher für A und du bist eher für C. Dann sollten wir B nehmen. Das wäre eine ganz neue Strategie. Also ich bin für A. Ja? Du bist für C, sollen wir Wolf Rüdiger fragen? Das wäre jetzt eine Frage für den Publikumschat. Das müsste das Publikum die wär jetzt gut gewesen. Ich weiß es nicht. Gut, da sind wir uns ja schon mal einig. Ja. Das weiß ich. Aber mein Gefühl sagt mir C. Dann lass uns C nehmen. Das ist wahrscheinlich völlig falsch. Aber mein Gefühl sagt A, ist wahrscheinlich auch völlig falsch. Die Wahrscheinlichkeiten sind sehr gleich. Okay. Und also, wenn es B ist... Was machen wir jetzt? Wenn ich B ist, schmeiße ich mich leider weg. Wir nehmen C. Ihr nehmt C. Gut, locken wir ein. Ich möchte es nicht wissen. Wer ist für A? Oh. Wer ist für B? Zwei. Wer ist für C? Oh. Das ist ja gut. Ja, sehr gut. Schauen wir mal, ob wir hier auf die Weisheit der vielen vertrauen können. Bei Menschen regelt der rote Blutfarbstoff Hämoglobin den Sauerstofftransport. Bei Kraken erledigt dies das blaue Pigment Hämocyanin. Studien, in denen Krakenarten aus unterschiedlich warmen Gewässern untersucht wurden, haben nun gezeigt, dass Kraken mit einer höheren Konzentration des blauen Blutpigments anpassungsfähiger bei Temperaturschwankungen sind. Die Sauerstoffversorgung ist also bei unterschiedlichen Temperaturen gesichert. Oh, ist das mies! Ist das mies! Sie hätten A genommen. Also, ihr alle. Hättet ihr das gewusst? Aber oder? Das Schöne ist, Das ist auch eine gewisse Form der Verlässlichkeit, dass man um die richtigen Antworten herumspielt. Wir hätten es doch so machen sollen, wie Bernhard ganz am Anfang gesagt hat. Genau. Ja, wir hätten einfach das nehmen, was wir nicht denken. Also, gute Nachricht ist, ihr habt ja was auf dem Konto, was ihr gleich setzen könnt. Ja. 500 Euro sind es ja auf jeden Fall schon mal geworden. So, und eine letzte Kategorie, Einspruch. Und es ist eine Frage zum Thema Polizei. Ohne begründeten Tatverdacht darf die Polizei bei einer Verkehrskontrolle nicht A. nach dem Führerschein fragen, B. den Kofferraum durchsuchen oder C. den Verbandskasten kontrollieren. Wir haben ja noch das Publikum, aber ich sage ganz klar B. Ja. Hast du einen Führerschein, Laura? Ja, sicher, oder?
Ich spiele ja nicht Fußball, ich mache Biathlon. Ja, so. Ah, verstehe. Ich habe einen Führerschein. Ja. Ich hab gedacht, vielleicht hast du keine Zeit gehabt, ihn jemals zu machen und wirst immer gefahren. Doch. Ich bin nicht davon ausgegangen, doch, dass du ohne Führerschein bist. Ich habe weder einen Chauffeur. Na, okay. Fährst auch gerne. Ja. Aber wir haben immer noch das Publikum. Absolut. Und ich hoffe, dass sie sich auch für mich entscheiden und nicht irgendwie. Ja? Ja? Wir haben ja gar nichts anderes zu sagen. Nee, das Publikum lockt jetzt. Genau. Ja, ja. Also, Publikumsjoker wollen wir ja nicht unbenutzt. Sie können jetzt auch einfach aufstehen und sagen, ich wollte schon immer mal ins Fernsehen, wollte mal jemanden grüßen. Aufstehen. Ah! Ja! Bravo! So. So, wir nehmen wieder jetzt. Du darfst aussuchen. So, was nehmen wir denn? B. Ja, ich finde es nicht eindeutig. Alle sagen B. Und wenn Sie demnächst mal wieder in einer Polizeikontrolle kommen, und Sie werden es wissen. Schauen Sie. Nach § 36.5 der Straßenverkehrsordnung darf der Polizeibeamte Verkehrsteilnehmer zur Verkehrskontrolle einschließlich der Kontrolle der Verkehrstüchtigkeit anhalten. Das heißt, er darf Führerschein und Fahrzeugpapiere sowie die vorgeschriebene Ausrüstung und den Zustand des Fahrzeugs überprüfen. Befugnisse zur Durchsuchung hat er aber ohne begründeten Verdacht nicht. Eine Durchsuchung des Kofferraums gilt als Eingriff in die Privatsphäre und muss sich auf die Strafprozessordnung § 102 oder das Gefahrenabwehrrecht § 40 stützen. Begründet wäre die Durchsuchung beispielsweise durch starken Drogengeruch im Fahrzeug oder durch Geräusche aus dem Kofferraum. Ja. Und damit ist auch die fünfte von sechs Fragen richtig beantwortet. 2.500 Euro. Und wir stehen kurz vorm heutigen Finale und schauen noch mal ganz schnell auf den Zwischenstand. Bernhard und Magdalena Neuner haben 500 Euro auf dem Konto. Und Elton und Laura Dahlmeier 2.500 Euro. Das Finale wird es entscheiden. Wie geht das große Biathlon-Duell heute bei Wer weiß denn sowas aus? Hier ist unser Finale. Die Kategorie, aus der die heutige Masterfrage kommt, lautet Reisen. Reisen? Reisen. Reisen. Spannendes Thema. Fertig. So, Elton und Laura haben auch ihren Einsatz getätigt. Dann sind alle Voraussetzungen gegeben. Hier ist unsere Masterfrage. Welcher Flughafen verzeichnete im Jahr 2015 das größte Passagieraufkommen? A. Hartsfield-Jackson Atlanta International, B. London Heathrow oder C. Dubai International? 20 Sekunden laufen ab jetzt. Also London ist doch eigentlich ein Riesenflughafen, oder? Ja. So, beide Teams haben eine Antwort eingeloggt und wir wollen schauen, wie viel sie gesetzt haben. Bernhard und Magdalena Neuner haben von ihren 500 erspielten Euro volles Risiko, 500 Euro gesetzt. Verdammt! Ja. Elton und Laura Dahlmeier haben 2.500 Euro erspielt und sich auf einen Einsatz geeinigt von 1.000 Euro. Safety first. Ich glaube, der Elton hat mal wieder Lust zu gewinnen. Ja, ich kann. Ja? Welche Antwort von den drei vorgeschlagenen ist in diesem Falle die richtige? Und für welche Antwort haben sich unsere beiden Teams entschieden?
Wir verraten es Ihnen gleich. Bleiben Sie dran, wir sind sofort wieder da mit der Entscheidung. Willkommen zurück, die Entscheidung in unserer heutigen Ausgabe. Wer weiß denn sowas? Mit unseren Gästen Magdalena Neuner und Laura Dahlmeier. Das große Biathlon-Duell heute Abend. Magdalena und Bernhard haben 500 Euro erspielt und 500 Euro gesetzt. Wer kann, der kann. Und Elton und Laura haben von ihren 2.500 Euro 1.000 gesetzt. Und es ging um folgende Masterfrage. Welcher Flughafen verzeichnete im Jahr 2015 das größte Passagieraufkommen? A. Hartsfield-Jackson Atlanta International, B. London Heathrow oder C. Dubai International? Für welche Antwort haben sich unsere beiden Teams entschieden? Bernhard und Magdalena für Antwort A. Elton und Laura für Antwort A. London Heathrow mit 75 Millionen Passagieren im Jahr. Auf Platz 6. Hartsfield-Jackson Atlanta International. Vielleicht ist der größte Flughafen in den USA mit der höchsten Passagierzahl in den USA. 101.491.106. Okay. Und Dubai International mit 78 Millionen. Platz 3, Atlanta ist richtig! Und damit gewinnen Elton und Laura Dahlmeier 3.500 Euro. Perfekte Premiere, herzlichen Glückwunsch. Oder so kann es gehen. Glückwunsch zum Sieg, 3.500 Euro für euch. Und damit für jeden von euch 63,64 Euro. Die 3.500 Euro pro Kopf umgerechnet auf 55 Menschen hinter euch. Herzlichen Glückwunsch. Magdalena, vielen Dank. Das heißt, du musst noch mal wiederkommen. Alles Gute. Ja? Du kommst auch noch mal wieder. Wir sehen uns noch mal. Herzlichen Dank fürs Zuschauen. Danke, dass wir heute mit dabei waren. Das war Wer weiß denn sowas für heute. Wir kommen natürlich wieder. Keine Frage. Tschüss, schönen Abend noch.